Einen besonderen Stapellauf erlebte das Programm des Volksbildungswerkes Klarental in diesem Jahr. Mit dem Kulturschiff ging es auf den Rhein. 140 Mitreisende sind auf der Robert Stolz dabei. Die Semestereröffnung Herbst 2012 mal etwas anderes. Kursteilnehmer, Mitreisende der verschiedenen Kulturreisen des Volksbildungswerkes, Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder sind dabei, als das Schiff ablegt. Abendstimmung auf dem Rhein. Letzte Vorbereitungen für ein Programm mit Literatur, Gesang und Theater. Ich möchte Sie als zweiter Vorsitzender des Volksbildungswerks recht herzlich heute zur Semestereröffnung auf diesem schönen Schiff, der Robert Stolz, herzlich begrüßen und freue mich mit Ihnen heute den Nachmittag auf dem Rhein. Wir werden heute nicht abbiegen auf dem Main, sondern auf dem Rhein bleiben. Herr Dr. Faber wird uns daher noch die Wegstrecke näher erklären, einen schönen Nachmittag und einen frühen Abend zu verbringen mit einem Landgang in Bingen. Wir haben ja einiges vor auf der Schiffstour. Wir wollen ja nicht nur den schönen Rhein anschauen, obwohl der ja heute wirklich wunderbar ist. Nein, wir wollen auch ein bisschen Programm aus unserem normalen Volksbildungsprogramm liefern. Das heißt, wir haben Kursleiter eingeladen, die ein bisschen für die Unterhaltung sorgen. Die wunderschöne Kultur- und Naturlandschaft des Rheingaus erklärt von Dr. Rolf Faber. Besonders hervorzuheben ist natürlich auch den Turm der Eltwiller Kirche, der besonders herausragt. Der hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Turm des Doms in Frankfurt am Main. Und es ist auch so, dass der Architekt dieser Kirche auch derjenige des Turmes des Doms in Frankfurt war. Aktion und Bewegung mit dem Improvisationstheater Schrimps. Wind wiegt durch die Äste. Und aber ein laues Spätsommerlüftchen, sehr schön. Und die Arme landen auf den Schultern ihrer Nebenfrau oder ihres Nebenmannes. Heute Abend, damit geht es. Damit krieg ich den. Ja. Gerlinde, hast du etwa schon wieder mein Oberteil? Ja klar. Kann ja wohl nicht wahr sein, immer meins. Ja, welches denn sonst? Ja, dein eigenes. Ich hab keine, soll du hast nackt keine. Gehen. Ja, dann geh doch halt nackt. Aber nicht mit meinem Oberteil. Du blöde Kuh, gib mir das Oberteil. Wie hast du mich genannt? Blöde Kuh! Blöde Kuh? Okay, Finger weg von meinem Oberteil. Wir verraten nicht, wie die Geschichte ausgeht. Das können Sie selbst ausprobieren. Jeden Dienstag von 19 bis 21 Uhr. Wir sind im Moment 9 Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Und ich bringe Ihnen Impro-Spielen bei. Und there's a calm surrender to the rush of day. When the heat of the rolling world can be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love? Das abwechslungsreiche Programm auf der Robert Stolz. Nicht allein zur Unterhaltung der Gäste, es ist zugleich auch Information zum vielfältigen und bunten Herbstprogramm des Volksbildungswerkes. Dieses Jahr unter dem Motto »Ein perfekter Herbst«. Mit vielen Gelegenheiten zu Bildung, Reise, Kultur und Genuss für alle. 200 neue Kurse, Reisen und Veranstaltungen. Nah bei den Menschen und fernab ausgetretener Pfade. Ganz in diesem Sinne lädt das Rheinufer in Bingen zu einem herbstlichen Landgang ein.
Die Rückfahrt bietet K4 Gelegenheit, mit den Mitreisenden über das Volksbildungswerk zu sprechen und zu fragen, was das Außergewöhnliche am Volksbildungswerk Angebot ist. Der besondere Grund ist, dass wir vor ein paar Jahren zum ersten Mal mit dem Volksbildungswerk in Mallorca waren. Und die Reise hat uns sowohl von der Durchführung als auch von den menschlichen Beziehungen in der Gruppe und die Warmherzigkeit und die Aufgeschlossenheit hat uns sehr gut gefallen, sodass wir es vorgezogen haben, immer wieder pro Jahr 1 bis 2 Reisen mit dem Volksbildungswerk zu machen. Fürs nächste Jahr haben wir auch schon eine Idee. Da möchten wir gern an die Provence nach Marseille fahren und die Reise in das Baltikum, das würde uns interessieren. Im Frühjahr 2013 ist angedacht, eine Reise in die Partnerstadt Fatih bzw. Stadtteil von Istanbul. Und das soll am 23.04. bis 27.04. stattfinden. Und der Stadtteil Fatih ist also ein Stadtteil der Altstadt von Istanbul, das heißt die westliche Seite. Und das ist ein hochinteressanter Stadtteil. Und da denken wir, dass wir da auch zur Völkerverständigung auch einiges beitragen können. Ich habe eigentlich viele Lehrgänge oder Unternehmungen, die ich buche und mache das auch gern, weil das Angebot sehr vielseitig ist. Reisen zum Beispiel, aber auch so andere Veranstaltungen. Bei mir wird Bridge etwas locker gespielt, nicht zu ernst genommen, aber die Teilnehmer sind alle mit viel Freude und viel Spaß dabei. Und jeden Mittwoch kann jeder, der ein bisschen Bridge spielen kann, kann zum freien Spielen in die HB4 kommen, ins Bewegungscafé und kann da mit Freunden, Bekannten, aber auch mit anderen interessierten Spielern einfach spielen. Mein perfekter Herbst. Wer noch mehr über das Angebot wissen will, schaut auf der Webseite nach oder holt sich das Programm im Büro des Volksbildungswerkes ab.